Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight Teil 6. Direkt im Anschluss an Teil 5 drehen wir das, deswegen lasse ich die Facecam mal aus, weil abends sieht es hier einfach im Hintergrund ein bisschen gelb aus durch das Licht und das passt einfach nicht in die Hollow Knight Atmosphäre. Wir gehen jetzt hier noch weiter, um zu gucken, wo führt das Ganze hin, was passiert hier demnächst noch unten und beziehungsweise... Wo wird uns der Weg hinführen? Entdecken wir noch was Neues? Kriegen wir noch irgendeinen neuen Skill? Scheißegal, Hauptsache wir spielen, weil Hollow Knight ist so geil. Oh, das ist mal wieder ein Bereich, der dunkel ist. Wundervoll, ich liebe solche Gebiete, wo man nichts sehen kann und aus Versehen in alle mögliche Scheiße gehen kann. Naja, in der letzten Episode haben wir auf jeden Fall etwas gefunden, was unser Nagel, das ist das... Oh! Fuck, Schwert, was wir hier schwingen. Das nennt sich in dieser Welt Nagel, wie wir das verlängern können. Und das haben wir gemacht durch einen Talisman und deswegen, ja, sind wir hier jetzt so, wie wir sind. Okay, da geht's rein. Also ein bisschen weiter. Oh, hier ist es wieder dunkel. Oh, fuck. Das tat weh. Einzige Problem ist, wo geht es hin? Was bringt uns das? Ja, wow, geil. Im Dunkeln sieht man nichts, ne? Oh. Eigentlich ganz schön mutig. Schade, ich habe gehofft, das macht vielleicht Licht. Puh. Das war Glück. Vielleicht war es auch dumm. Okay, das ist auf jeden Fall gemein. Oh, das ist so fucking gemein. Hier gehen wir lieber nicht weiter. Lieber wieder zurück, da wo Licht ist. Hm, hier unten sind wir heute bei unserem Freund der Säure. Reicht das? Ja, geil. Was gibt's hier? Hallo? Wow, hierfür sind wir hergekommen? Echt jetzt? Hätte ich coolere Gründe. Oh, da unten ist noch so ein Gelddingens. Hätte ich cooleres erwartet. Coolere Gründe, hier runterzugehen, meine ich. Alter, nein. Heilen wir uns mal. Wobei, wir können ja trotzdem mal gucken, was es hier so gibt. Dieser Busch sieht fucking verdächtig aus. Ich wusste es. Ich wusste es. Alter. Alter, übel. Okay, der kommt wahrscheinlich immer so oben rausgeschossen. Nein, tut er nicht. Wundervoll. Wie, das reicht nicht. Aber das reicht. Übel, dass man sich hier so rein muss. Man weiß nie, was er macht als nächstes. Nein! Egal. So weit war das nicht weg. Fuck. Diesmal machen wir das schöner. Alter. Wohnt da so ein dickes Ding in so einem Gebüsch. Und diesmal scheint es nicht nur so ein kleiner Pisser zu sein.
Da ist die Seele von uns. Alter, natürlich, der kommt da gleich raus, ne? Gib erstmal her, was hatten wir denn da? Naja, gut, 300, das geht. Hat er seine Leben behalten von vorhin? Wir sind fast nicht feige. Wundervoll, hat geklappt. Du bist tot. Es war kein Boss, ne? Es hatte keinen Namen, meine ich damit. Mehrere von diesen kleinen Dingern rausgekommen. Habt ihr das gesehen? Krass. Einfach nur krass. Ach, ist das nicht wunderschön? Ich bin immer noch fasziniert, wie toll das hier aussieht. Ist hier was? Nein. Okay, das bringt schon mal nichts. Alter. Oh, fuck, dass wir das geschafft haben. Hier hört's auf, ne? Kann man wieder nichts machen. Oh, nein. Also Sackgasse, merken. Nein! Einmal Auge auf im Straßenverkehr. Fuck. Ja, schön, dass du die Karte aktualisierst. Endlich hast du wieder Zeit, nachdem du Dummkopf gestorben bist. Und mit du Dummkopf meine ich mich. Fuck, ey. Egal, wir sind noch in einem überschaubaren Gebiet. Moment, das war nicht hier. Wir waren einen Raum weiter, oder? Spring doch mal mit dem Joystick. Mit dem Steuerkreuz, bitte. Oder? Ach ja, genau, es war hier auf der linken Seite, ne? Alter, ja. Oh, geil. Haben wir sogar einen Geheimgang gefunden. Geld regiert die Welt, beziehungsweise Geo. Nein! Oh, natürlich, wir starten hier, ne? Aha, Loser. Macht's gut. Hier müssen wir nicht nochmal hin. Also doch irgendwann mal, wenn wir Fähigkeiten haben, diesen Raum da zu bestehen, aber demnächst bitte nicht. So, jetzt müssen wir nur weiter da runter. Oh. Fuck, das sieht aus wie ein neues Gebiet und ich habe ein Leben und nichts. Oh, da sind schon wieder die A's. Es geht also hier runter zu den A's. Was auch immer das heißt. Geheimgang? Nein. Geheimgang? Nein. Bitte keine starken Gegner. Nebelschlucht. Was ist hier rechts? Bitte eine Bank. Nein! Scheiße. Das hier ist die Runde des schlechten Movements vom Faltran hier. Naja, egal. Sowas muss auch sein. Und ihr wisst, dass ich das auch definitiv hochlade, weil
Ich zeige immer das Leben unverblümt. Wenn man also so einen Mist macht, dann macht man den auch mit Herz, ne? So, genau, hier hin und dann rüber. Oh. So, das ist ja nicht so schlimm. Direkt hier müsste die Seele sein, ne? Alter, was ist denn das? Das hat ja eingeschlagen wie eine Atombombe. Habt ihr das gesehen? Hololololo. Okay, dieses schwarze Ding. Oh. Geht nicht weg, wenn man die Gegner tötet. Alter, was war das? Was war denn bitte das? Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Großer Gott. Scheiße. Wenn jetzt die Facecam an wäre, hättet ihr absolutes Verblüffen gesehen. Oh mein Gott. Was war das? Woher kam das? Oh Mann, bin ich dumm. Halalala. So, holen wir unsere Seele halt wieder. Alter, das ist echt nicht wahr. Nein! Ja, komm zu uns. Dumm. Sehr gut, wir haben unser Zeug noch nicht einmal endgültig verloren, ne? Ach, du Kacke. Das macht zwei Dinger Schaden, ne? Sollte ich draus lernen, ich sollte die Großen in Ruhe lassen. Scheiße, aber ich will. Einfach runtergefallen. Egal, wir gehen hier weiter. Ich hab Schiss vor den Quallen. Oh, und, oh geil, hier ist aber so eine Station. Und wo so eine Station ist, kann man auf jeden Fall speichern mit einer Bank. Oh. Voll riskant, wie wir hier durchgehen. Okay, tut mir leid, ich will euch nicht mit da reinziehen, wie ich hier durchgehe. Oh, da unten ist aber die Station. Hier unten rechts. Geil. So, und von da aus können wir dann da echt hingehen. Station der Königin. Oh, das ist doch der hier. Was für ein Erlebnis. Ich hatte nicht erwartet, nach diesem nebligen Abstieg auf einen solch großen Hirschkäferstation zu treffen. Die Käfer von Highlands Nest müssen ein eindrucksvoller Schlag gewesen sein, wenn sie so tief in der Wildnis solche großartigen Bauwerke errichten konnten. Die gefährlichen Kreaturen in der Gegend scheinen noch nicht den Weg hierher gefunden zu haben. Der ideale Ort für eine kurze Rast. Mhm. Ah, da ist die Station. Dachte ich. Oh. Oh, du bist auf der Suche nach einem Leckerbissen? Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und er schmeckt himmlisch. Dieser Ort muss einst ein großer Knotenpunkt gewesen sein, an der Grenze zweier Länder. Der Nebel auf der einen Seite und diese Wucherung auf der anderen. Keiner der beiden Orte scheint sehr einladend, also bleibe ich hier, solange mein... Komm jederzeit vorbei, obwohl ich die Ruhe in dieser Station mag. Ist etwas Gesellschaft immer angenehm. Alles klar, machen wir. Moment, ist da ein Geheimgang? Alles klar. Eine Enttäuschung. Ha! Da ist jetzt aber die Station. Ja, wundervoll. Ja, wir bezahlen es. Ja. Ich will hier nicht nochmal runterlaufen müssen. Sehr gut. Absolut sehr gut.
Dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Was gibt's denn hier so rechts? Nichts, was gut aussieht. Der Nebel auf der einen Seite, das war das, wo wir waren. Und die Wucherung auf der... Oh. Was ist das? Oh nein. Da ist ein dummes Gitter. Und ich habe Rückschlag. Wir müssen uns dringend dieses Ding anschalten. Oh. Geil, klappt. Geil, klappt. Wobei, es ist dumm. Wir sind jetzt gleich fertig, hier noch weiterzugehen. Pilzöde. Oh, hallo. Du ekliger Ballon. Hör auf, mich zu vergiften. Oder was auch immer das sonst ist. Explodierteil. Explodiert bestimmt auch, wenn er tot ist. So wie der andere. Ekelhaft. Hier lagen eben Blätter rum. Ist er etwa der, der die Karten macht? Oh, wieder Säure. Hm. Oh. Nein, lass uns in Ruhe. Hier liegt so eine Seite da oben. Und hier wieder. Das heißt, der Typ ist hier unten. Vielleicht. Nein, ich höre ihn sehr gut. Wobei, wir haben ihn vorhin auch gehört und konnten ihn nicht erreichen. Was ist das? Oh, wie ein Trampolin. Das ist ja geil. Ah, mein kleiner Freund, du hast mich genau zum rechten Zeitpunkt getroffen. Ich war gerade dabei, die Karte dieser giftigen Höhlen fertigzustellen. Die Bewohner in diesem Gebiet verteidigen ihr Revier. Ich würde dir empfehlen, sie nach Möglichkeit zu meiden. Weiter unten wurde ich von seltsamen, dürren Kreaturen erschreckt. Die schienen recht intelligent zu sein. Als ich jünger war, hätte ich mich in ihre Höhlen gewagt. Aber ich fürchte, in meinem Alter bin ich nicht mehr in der Lage, ihnen zu entkommen, wenn sie gewalttätig werden sollten. Ja, wir kaufen die Karte des Gebiets natürlich. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe mich gar nicht vorgestellt, oder? Ja, ich sollte mich entschuldigen. Wenn man so viel Zeit alleine mit seinen eigenen Gedanken verbringt, vergisst man die Etikette der Konversation. Mein Name ist Cornifer und ich habe schon immer geliebt, die Welt zu erkunden. Ja, direkt nachdem ich geschlüpft bin, bin ich sofort losgelaufen und habe meinen Brüder, Schwestern und unsere arme Mutter zurückgelassen. Genau aus diesem Grund bin ich so schnell, wie ich konnte, mit meiner Frau nach Mistmund gezogen. Ein riesiges, unendliches Königreich, das erkundet werden möchte. Gleich vor der Haustüre. Wer könnte da widerstehen? Wie dem auch sei, ich will dich auf deinen Reisen nicht aufhalten. Mit ein wenig Glück sehen wir uns bald wieder. Mach's gut und pass auf dich auf. Okay. Geil. Das macht Spaß. Aber wir werden hier das nächste Mal weitermachen. Fuck. Weil wir jetzt gleich schon mit der Episode durch sind, leider. Und wir uns wieder ein bisschen an die Zeiten halten sollten. Ich habe mir 20 bis 25 Minuten immer gesetzt und ich glaube, wenn ich da jetzt lang gehe, wird es wieder länger. Und ich muss leider gleich noch weg. Insofern. Oh. Ah, sehr gut. Insofern, kann ich nur sagen und das ernst meinen, ein super geiles Spiel. Ich hoffe, ihr findet das genauso. Und wie immer kann ich nur hoffen, dass es euch gefallen hat. Freue mich über Däumchen nach oben. Und wenn ihr mich abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet, wie wir hier spielen, ob ihr es schlimm fandet, dass wir hier so ein bisschen rumgefällt haben, weil für mich gehört das einfach ein bisschen mit dazu, also nicht das Rumfällen, aber dass es halt passieren kann, dass man so viel stirbt. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Macht's gut!